Yo Leute, was geht? Ich bin Sutranix und willkommen zu einem neuen Video von Pokémon Go. Und ich glaube, ja, ich habe noch nie so viele Videos zu Pokémon Go hochgeladen. Heute bin ich mit Puki in Graz am Start. Und schreibt mal in die Kommentare, like, wenn Graz unfair ist, so wie früher. Genau, wir sind hier an so einem Raid und ich habe sogar so einen Raid-Pass, wie auch immer. Ich kann auf jeden Fall mitmachen, aber das geht scheinbar erst in einer Stunde los. Und hier ist so ein Despotar mit 34.707 Leuten. Okay. Ich drücke hier einfach mal auf Kämpfen, mal gucken, was passiert. Raid-Pass verwenden, um am Raid-Kampf teilzunehmen. Machen wir einfach mal, würde ich sagen. Und ja, nice. Es ist hier irgendwas Neues, das habe ich noch nie gesehen. Okay, ich muss es auch reingetten. Ja, auf jeden Fall. Ja, Puki nimmt das auch nochmal auf und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich. Okay. So Leute, bevor ich das vergesse, ja, ich bin hier einfach mit Puki alleine bei dem Raid. Er ist einfach Level 33, ich bin Level 14, weil ich einfach schlecht in Pokémon Go bin, beziehungsweise es nicht viel gespielt habe. Aber wir suchen jetzt hier erstmal die krassen Pokémon raus, die ich habe. Ich meine, 400 WP ist mein höchstes Pokémon. Aber egal, ich nehme hier noch einfach die Pokémon mit den meisten WP. Let's go, hier Keifel. Ich wollte gerade Kneifel sagen, alles klar. Okay, dann nehmen wir noch einen Ibitak und hier nehmen wir noch einen Taubos. So, das sind auch meine stärksten Pokémon, die aber irgendwie nicht stark sind, aber was Besseres habe ich nicht. Und Leute, jetzt geht es auch schon los. Es lädt auf jeden Fall. Es geht los. Was passiert? Jetzt kämpfen wir jetzt? Ich glaube, wir kämpfen. Oh shit, Leute, wir kämpfen jetzt. Oh mein Gott, wir haben gar keine Chance. Nee. Wieso machen wir das? Wir sind zu zweit bei einem Raid, Leute. Das können wir jetzt schon vergessen. Und es geht los. Let's go. Okay. Ich habe hier einen Schlurp gegen den Despotar. Was passiert denn hier? Wir haben gar keine Chance. Nicht sehr effektiv. Ja, okay. Also, wir haben halt gar keine Chance. Ihr müsst halt einfach wissen, dass wir alleine sind. Ja. Ja. Okay, wow. Ey, der Despotar verliert gar keine Leben. Nee. Und dann geht's auch zum Countdown. Leute, ich find's echt schade, dass da einfach gar keine Leute chillen und irgendwie mitmachen würden beim Raid. Ich hätte auch nicht gewusst, dass es sofort losgeht, wenn wir da reinjoinen sozusagen. Ich habe gedacht, man wartet einfach noch, bis so ein paar Leute zusammenkommen, aber irgendwie, keine Ahnung. Es ist einfach niemand da und das Despotar werden wir niemals zerstören können in dieser Zeit. Nee. Ich glaube, wir schaffen nicht mal so ein Fünftel Leben. Ey, das ist zu krass. Das ist einfach zu heftig. Das ist wahrscheinlich ziemlich effektiv, wenn man so effektive Pokémon jetzt nimmt gegen den Despotar, obwohl mein Dragoran eh jedes Mal sehr effektiv ist, macht es trotzdem nicht allzu viel Damage. So, ja, Relaxus ist nicht sehr effektiv. Okay, was soll ich machen? So Leute, hier steht einfach mal, alle deine Pokémon wurden besiegt. Wähle neue Pokémon oder belebe und heile kampfunfähige Pokémon und kehre zum Kampf zurück. Leute, ich glaube, das muss ich nicht machen, denn wir haben einfach keine Chance, weil ja, Lukas und ich sind hier einfach komplett alleine und ich glaube, wir schaffen da glaube ich irgendwie so gar nichts. So Leute, der Raid ist jetzt zu Ende. Wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft, weil Puki und ich wie gesagt alleine waren. Aber wir werden jetzt einfach mal in die Stadt gehen und da mal schauen, was da so geht und hoffentlich ist da irgendwas Besseres als hier. Keine Ahnung. Das ist ja nicht so geil gewesen, aber wir sind halt einfach Opfer. So Leute, wir sind jetzt am Karmeliterplatz. Ich war hier noch nie, ich habe es immer nur aus seinen Videos gesehen. Ja, ist auf jeden Fall ganz schön hier und ja, wir haben uns auf jeden Fall Pokécoins gekauft. Jeder für 5,50 Euro oder so, damit wir uns diese Pässe kaufen können. Ich würde sagen, ich mache das direkt mal. Dafür gehen wir jetzt erstmal hier in den Shop. Premium Raid Pass, perfekt. Kaufe ich mir jetzt erstmal ein, denn wir wollen auf jeden Fall gleich noch einen Raid machen, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Es gibt noch einen 4-Sterne-Raid am Start, den kannst du eh mal zeigen. Ja, warte. Ich kaufe mir gleich zwei. Perfekt. Okay. So. Hier auf die Nearby-List und dann auf Raid. Genau. Schau. Da ist nämlich ein 4-Sterne-Raid. Um 14.10 Uhr, Leute. Da gehen wir auf jeden Fall hin und schauen mal, ob da ein paar mehr Leute am Start sind und dann hoffen wir, dass ein nice Pokémon da rauskommt, was wir hoffentlich auch besiegen. Ja, und ich sammle jetzt einfach noch ein paar Pokémon, denn ich habe halt nicht wirklich gute Pokémon, da ich mal einen anderen Account hatte und da komme ich irgendwie nicht mal rein, deswegen musste ich mal einen neuen erstellen und der ist halt erst auf Stufe 14, deswegen muss ich auf jeden Fall noch ein paar Pokémon sammeln. So Leute, wir gehen jetzt zum 4-Sterne-Raid hier. Ist auf jeden Fall einfach mega warm hier, aber das ist eh egal und ich würde sagen, ich nehme mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Okay, passt. Okay,
Okay. Passt drin. Perfekt, Leute, ist direkt beim ersten Mal drin geblieben. Das läuft auf jeden Fall. Pikachu wurde gefangen, 660 EP. Das ist auf jeden Fall ganz gut und auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Wie gesagt, Leute, der Account ist neuer und ja, auf meinem alten Account hatte ich schon bessere Pokémon, aber den habe ich leider nicht mehr, weil ich mich da einfach nicht einloggen kann. Aber ist ja auch egal, ich kann ja trotzdem alles mit dem Account machen, das passt schon. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim Raid wieder. Wir sind jetzt beim Raid angekommen und ja, hier ist einfach ein Bisaflor, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, müssen wir mal nachschauen. Ja, es lädt, nice. Gutes Internet, genau, hier ist ein Bisaflor mit 26.921 CP. Und Leute, wisst ihr, was auch cool ist? Wir sind einfach so komplett alleine wieder hier. Nur Pookie und ich. Ist auf jeden Fall nicht so geil. Ich meine, eigentlich müssen wir das gar nicht probieren, weil wir es eh nicht schaffen. Oder wollen wir es einfach probieren? Nee, macht keinen Sinn. Nee, genau, macht einfach keinen Sinn, das zu probieren, weil hier einfach keiner ist. Ja, jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal trinken. Es sind, glaube ich, so 30 Grad. Und es ist einfach mega sonnig hier und wir schwitzen auf jeden Fall schon mega. Deswegen holen wir uns jetzt erstmal was zu trinken. Wir waren gerade ein bisschen was trinken und holen jetzt für 1000 Euro iTunes-Karten für den Stream morgen. Morgen streamen Pookie und ich nämlich 24 Stunden auf seinem Kanal. Ich verlinke euch den Kanal einfach mal in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal alle vorbei. Es gibt fette Giveaways, Chest-Openings, Turniere, ja, und anderen coolen Stuff mit ihm hier. Ja, Pokémon Go ist heute irgendwie nicht so erfolgreich, aber das ist eh egal. Ja, passiert halt mal und jetzt holen wir erstmal die Karten. So Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar iTunes-Karten geholt. Erstmal nur für 500 Euro, weil es so ein Limit gibt. Und ja, die anderen 500 Euro müssen wir uns dann im anderen Apple Store holen. Ja, also wir machen auf jeden Fall ein paar Chest-Openings, Giveaways und so. Deswegen brauchen wir auch 1000. Übrigens gibt es auch ein paar Google Play-Karten. Die haben wir uns allerdings schon gestern gekauft. Das seht ihr auch im letzten Vlog. Ja, und hier ist ein nices Pokémon. Nimm auf jeden Fall mal kurz die Google Play Karten. Nicht mein Handy. So, das fange ich mir erstmal so ein Pantymos wahrscheinlich. Ja, genau. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Passt eh. Ja, ich kann nicht mehr werfen. Nice. Hey, ich treffe es einfach nicht. New. Ja, okay, jetzt ist es auf jeden Fall schon mal getroffen und ich hoffe natürlich, dass es jetzt auch direkt drinnen bleibt. Let's go. Okay. Klasse. Nice. Ja. Nice. So wie sein Merch. Jo. Okay, perfekt. Hier ist noch ein Lockmodul, das kann ich auch mal kurz drehen. Ein Lockmodul, gell? Ein Pokestop. Ja. Ein Pokestop, nicht ein Lockmodul. Ja. Okay. Bis gleich. So Leute, das war's jetzt mit der heutigen Folge von Pokémon Go. Ja, ist leider nicht so geil gewesen. Irgendwie ist nichts Spannendes passiert, aber das kommt auch mal vor. Ja, vielleicht kommt noch eine Folge mit Pookie von Pokémon Go. Ich bin hier auf jeden Fall noch bis nächsten Mittwoch hier in Graz. Und ja, schaltet auf jeden Fall morgen bzw. heute beim 24-Stunden-Stream an. Heute um 12 Uhr, also am Freitag 12 Uhr geht es los. Bis Samstag 12 Uhr. Bis dann, Leute, haut rein und ciao. Okay, passt.